Auf unserem heutigen Plan stand auch noch ein Besuch im Verkehrshaus, das übrigens das meistbesuchteste Museum der Schweiz ist. Ein wirkliches Paradies für Entdecker. Man findet dort anschaulich die Entwicklung des Verkehrs und der Mobilität auf dem Wasser, in der Luft, den Schienen und im Weltall. Außerdem haben wir ein smartes Haus entdeckt mit einem Kühlschrank, den man zum Musik hören und zum Internetsurfen nutzen kann. Eines meiner Highlights war der Sprung aus dem Weltall, wie damals Felix Baumgartner. So sah übrigens der Anzug aus und das Raumschiff. Wir konnten auch unsere Surfskills auspacken und digitales Tauchen war auch möglich. Virtual Reality war natürlich auch vertreten und mit einem Knopfdruck haben wir eine Stadt mit Strom versorgt. Und nach diesem aufregenden Tag sind wir zum gegenüberliegenden Bootssteg gelaufen, um mit dem Schiff ganz entspannt ins Hotel zu fahren.